wie schon deutlich wurde, nehmen wir uns nicht nur die ganz kleinen Probleme vor, sondern durchaus auch die größeren. Und eins der großen unter dem Stichwort, es muss sich drehen und es muss sich rechnen, sind die Textilien. Und damit kommen wir zum VD-Projekt. Da hat das schon erwähnte Bergsportunternehmen ein Problem und Rasum hilft es zu lösen. Ja, ist ein ganz banaler Ansatz eigentlich. Ja. Und wie? Das werden die Studierenden jetzt vorstellen und Clément Achholder von VD wird dann sozusagen die Sicht von VD mit einbringen, also was erwarten Sie sich und wie soll das jetzt gemeinsam stattfinden, und deswegen würde ich jetzt die das Team des vierten Rasum-Jahrgangs nach vorne bitten und die Präsentation uns zu Gehör und zu Gesicht bringen. Hoffen wir, dass es jetzt funktioniert. Im ersten Anlauf. Jetzt sind wir wieder in der Windows-Welt, ja, und nicht Apple. Lag am Kabel. Natürlich. Ich richtig erinnere, war ein Kabel immer da. Ja, ja. Und ich glaube, das ist zum Weiterklicken. Ah, ja. Wenn ich das richtig sehe. Ja? Ja? Ach so, das ist das Aufnahmegerät. Wo ist das zum Weiterklicken? Okay, ich kann ja schon mal starten. Also auch von unserer Seite nochmal herzlich willkommen. Wir sind aus dem Rasum-Jahrgang, der eben letztes Jahr mit dem Masterstudium begonnen hat. Stellvertretend für unseren gesamten Kurs werden jetzt Larissa Kircher zu meiner Rechten, Jana Krachler zu meiner Linken, mein Name ist Tobias Fliel, kurzen Einblick geben, mit welcher Problemstellung wir uns im letzten Semester bereits auseinandergesetzt haben und welche Aufgaben uns jetzt im kommenden Semester erwarten werden. Der Titel sagt schon, GreenShape 3.0 und Circular Economy, das ist und war der Titel unseres Praxisprojektes. Circular Economy wurde ja eben schon mal erläutert. Ich würde jetzt gerne noch näher auf GreenShape eingehen, weil es wahrscheinlich dem einen oder anderen Nicht-VD-Konsumenten nicht so geläufig ist, sage ich mal. Also bei GreenShape handelt es sich um ein eigens kreiertes Qualitätslabel von VD, was besonders umweltschonende Produkte kennzeichnet. Im Prinzip zeichnet sich GreenShape, dieses Konzept, durch vier Kernaspekte aus. Beginnt bei der Produktdesignphase, wird darauf geachtet, dass die Produkte besonders langlebig sind und reparierbar. Über die Auswahl der Materialien, dass nachweislich umweltschonend hergestellte Materialien verwendet werden, keine besorgniserregenden Stoffe, die eben zum einen die menschliche Gesundheit und zum anderen die Umwelt negativ schädigen. Über die Produktion, wo eben darauf geachtet wird, dass besonders strikte Sozialstandards eingehalten werden. Die Druckverfahren und Klebeverfahren, die angewendet werden, sind besonders umweltschonend. Und schließlich in der Nutzungsphase ist es möglich,
die Produkte mit geringer Temperatur zu waschen und ohne Zugabe von chemischen Reinigungsmitteln, was diese Produkte eben besonders umweltschonend macht. Das als kurze Erläuterung zu GreenShape. Aktuell besteht GreenShape 2.0. Unsere Aufgabe ist es dann zusammen mit VD eben GreenShape 3.0 weiterzuentwickeln. Dies führt mich dann auch schon auf der nächsten Folie zu unserer Problemstellung, der wir uns quasi gegenüber sahen. Wie Sie wahrscheinlich bemerkt haben, habe ich ganz bewusst die letzte Phase des Produktlebenszykluses außen vor gelassen, das End of Life. Und da sind wir auch im Prinzip schon bei dem Problem, dem wir gegenüberstehen, dass es aktuell in GreenShape 2.0 noch keine End-of-Life-Kriterien gibt für Produkte, die dann am Ende ihres Lebenszykluses angekommen sind. Bedeutet, insbesondere in der Textil- und Outdoor-Branche bewegen wir uns in einer sehr schnelllebigen Branche. Die Anzahl an Kollektionen ist sehr, sehr groß, entspricht natürlich auch den Erwartungen der Kunden, die über den Zeitverlauf, hier rechts oben sieht man eine kleine Statistik, über die Ausgaben der europäischen Haushalte für Textilien innerhalb der letzten fast 10 Jahre enorm gestiegen ist. Das bedingt natürlich dann auch diese Vielfalt an neuen Kollektionen. Das Problem ist allerdings, dass viele Produkte am Ende ihres Lebenszykluses dann im Müll landen, als Abfall verwertet werden müssen. Und rechts unten kann man ganz gut sehen, die lineare Wertschöpfungskette, die Herr Professor Philips eben schon angesprochen hat, eben vom Produktdesignprozess über die Auswahl der Materialien, Produktion, Nutzungsphase und am Ende dann der Abfall, sage ich mal. Bevor ich jetzt näher auf unser Ziel eingehe, was sich daraus ergibt, möchte ich noch näher auf die normativen Kriterien eingehen, die natürlich der ganzen Thematik zugrunde liegen, auch eben schon angesprochen. Ganz vorne die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die 2015 verabschiedet wurden. Bezogen auf unser Thema jetzt Kreislaufwirtschaft bietet sich da SDG 12 und da insbesondere das Target 12.4 an, wo es insbesondere darum geht, das Chemikalienmanagement umweltfreundlicher zu gestalten. An zweiter Stelle wird es dann heruntergebrochen auf EU-Ebene, da ist vor allem das Circular Economy Package zu nennen oder auch die EU-Abfallrahmenrichtlinie, die es eben vorschreibt, dass ab 2025 Textilien getrennt gesammelt werden müssen. Also es tut sich einiges in der Branche und dann auch auf nationaler Ebene, beispielsweise das Kreislaufwirtschaftsgesetz, wo es darum geht, Produkte so zu designen, dass bereits bei der Produktdesignphase eben darauf geachtet wird, möglichst Abfälle zu vermeiden oder das Produkt so zu designen, dass der Großteil wieder recycelt werden kann. Ja, vor dem Hintergrund der normativen Kriterien und unserer Problemsituation, der wir jetzt gegenüberstanden, ergibt sich dann folgende Zieldefinition, die uns von VD in der Ausschreibung eben übermittelt wurde. Ziel war, beziehungsweise ist es jetzt im kommenden Semester, GreenShape 3.0 mit entsprechenden End-of-Life-Kriterien weiterzuentwickeln, mit besonderem Fokus eben auf der Designphase der Produkte. Besonderes Augenmerk auch auf die Stoffe, die verwendet werden. Welche Stoffe sind eben gut zu recyceln und welche nicht, auch eben schon angesprochen. Viele der Textilien, die VD herstellt, sind versiegelt oder bedruckt. Das heißt, wie löst man die einzelnen Materialschichten voneinander, wie kann man die recyceln, sodass dann am Ende das übergreifende Ziel ist, Produkte am Ende ihrer Lebenszyklusphase stofflich zu recyceln, sodass sich dann aus der linearen Wertschöpfungskette, wie wir es auf der ersten Folie gesehen haben, quasi der Kreis schließt und wir zu der Kreislaufwirtschaft kommen. Genau. Auf Basis dessen haben wir dann unsere Angebote erstellt und da übergebe ich jetzt an Larissa, die das noch ein bisschen näher erläutert. Genau. Um nämlich zu diesem Ziel zu kommen, dass Produkte am Ende ihres Lebenszyklus stofflich recycelbar sind, haben wir Rasums uns in 3 fiktive Unternehmen aufgeteilt, in die Gipfelstürmer, Circular Solutions und
Students for a Circular Economy und haben auf die Ausschreibung von VD mit 3 ganz unterschiedlichen Angeboten geantwortet. Wir haben uns da auch in einem Design Thinking Workshop Gedanken gemacht, wie wir stoffliches Recycling bei VD integrieren können und sind da zu ganz unterschiedlichen Ansätzen gekommen, die ich Ihnen jetzt gerne vorstellen möchte. Und zwar haben die Gipfelstürmer unter anderem ein Rücknahmesystem vorgeschlagen in ihrem Angebot, also durch das die Textilien von VD, die ja nach ihrem Lebenszyklusende beim Konsumenten immer noch liegen, zurück zu VD bzw. direkt zurück zum Recycler kommen und da eben zu recycelt zu werden. Circular Solutions hat sich unter anderem Gedanken gemacht über eine Szenariostudie. Dabei geht es darum, in die Zukunft zu blicken, VD einen Überblick zu geben, wie stoffliches Recycling zum Beispiel im Jahr 2030 aussehen könnte. Students for a Circular Economy hat sich unter anderem Gedanken über Marketingkonzepte gemacht, die darstellen oder die verbessern sollen, dass die Konsumenten interessiert sind an diesem Stoffkreislauf und ihre Produkte auch wirklich wieder in den Stoffkreislauf einschließen wollen. Jetzt komme ich aber zu den Ansätzen, die von VD beauftragt wurden. Das sind die, die hier blau markiert sind. Und auf die werde ich jetzt im Einzelnen genauer eingehen. Und zwar hat VD grundlegend erstmal beauftragt, den normativen Rahmen genau zu erörtern. Also welche gesetzlichen Regelungen gibt es, wie zum Beispiel das Kreislaufwirtschaftsgesetz, aber vielmehr, welche Regelungen wird es in Zukunft geben? Also worauf muss sich VD einstellen, worauf muss sich die ganze Textilienbranche einstellen, wenn es zum Thema Kreislaufwirtschaft kommt? Darüber hinaus hat VD beauftragt, das VOR-Network, das VDs Organized Research Network, ins Leben zu rufen. Dabei geht es um eine Plattform, die ermöglicht, dass Akteure der Wissenschaft und Wirtschaft und vor allem Recycling-Experten zusammenkommen, in den Austausch über das Thema stoffliche Recycling kommen und so Informationen einfach transparent zwischen Wirtschaft und Wissenschaft ausgetauscht werden können. Kommen wir jetzt mal spezifisch zu VD, zur Material Policy von VD. Das ist ein Dokument, das eben den Grundstock von den Produkten von VD bietet und die Beschaffenheit oder die Bestandteile der Produkte definiert. Und VD hat jetzt beauftragt, die Material Policy dahingehend überarbeiten zu lassen, sodass Materialien, die stofflich einfach zu recyceln sind, in Zukunft Bestandteile der Material Policy sind und zum Beispiel spezifisch für die Green Shape 3.0 Produkte ein Kriterium entwickelt wird, dass zum Beispiel ausschließlich Fabrics und Trims, so nennen die Stoffe und die anderen Bestandteile von Textilien, eben zum Beispiel zu 90% recyclingfähig sind und dann die restlichen 10% leicht abtrennbar von den recyclingfähigen Stoffen sind. Um dann eine Hilfestellung für die Produktdesigner zu liefern, hat VD beauftragt, den HIC-Index genau unter die Lupe zu nehmen. Der HIC-Index ist eine Möglichkeit, die Umweltauswirkungen und die Auswirkungen auf den Menschen bereits bevor das Produkt existiert, in einer Art Software darzustellen und so die Möglichkeit zu geben, nachhaltigere Produkte zu entwickeln. Und dazu gibt es aber jetzt gleich später nochmal einen Vortrag. Um dann die Informationen, die wichtig sind, um ein Produkt zu recyceln, also wie Herr Professor Philipps schon erwähnt hat, wie ist die Beschichtung auf einem Produkt oder wie lässt sich das Produkt recyceln, wie lässt sich ein Produktbestandteil von einem anderen trennen. Diese ganzen Informationen möglichst nah am Produkt zu speichern, gibt es die Möglichkeit, RFID-Transponder direkt in das Textil einzuarbeiten, so ein Reiskorn-großer Transponder, der eben diese Informationen speichert und dann zum Beispiel beim Recycling-Partner über ein Laufband laufen kann,
gescannt wird und dann direkt sortiert oder sogar getrennt werden kann. Um dann das Recycling an sich auch zu ermöglichen, hat VD in Auftrag gegeben, verschiedene potenzielle Partnerunternehmen zu analysieren, zu bewerten und Partner für die Zukunft auszuwählen, da VD eben das Recycling nicht selbst bei sich vor Ort vornimmt. Zu guter Letzt hat VD in Auftrag gegeben, ein E-Learning-Konzept zu entwickeln, das die ganzen Informationen zum Thema GreenShape 3.0 und Kreislaufwirtschaft in einem Konzept zusammenbringt und den Mitarbeitern von VD und vielleicht auch den Recyclingpartnern eben zur Verfügung steht, um online einfach an den aktuellen Informationen teilzuhaben. Genau auf die Arbeitspakete geht jetzt meine Kollegin Frau Krachler ein. Genau, wir haben uns dann überlegt, wie packen wir jetzt diese ganzen Auftragsfragmente zusammen in Arbeitspakete, und wir sind dann zu diesen folgenden 4 Arbeitspaketen gekommen. Sie sehen jetzt oben nochmal die ganzen Symbole von den einzelnen Aufgaben. Und zuerst haben wir die Überarbeitung der Material Policy zusammen mit dem HIC-Index in ein Arbeitspaket gesteckt, was wir dann die Loopers genannt haben, weil die eben dann versuchen sollen, das Ganze in einen Kreislauf zu bringen. Dann haben wir noch die Networker, die sich dann damit beschäftigen, Partnerunternehmen für VD zu finden, die zu analysieren und dann eben dieses Four-Network zu entwickeln. Im dritten Arbeitspaket haben wir dann die Techniker, die Techies, die dann versuchen, erstmal den normativen Rahmen übersichtlich darzustellen, wie Larissa schon erklärt hat, und dann eben auch die RFID-Technologie untersuchen, speziell für VD, wobei sie darum den Fokus auf RFID legen und auch noch andere Techniken in Betracht ziehen. Und dann eben noch als viertes Arbeitspaket, wo dann alle Teams sich mit beschäftigen, das E-Learning, wo dann alle gesammelten Ergebnisse dann den Akteuren zur Verfügung gestellt werden sollen. Auf die gehe ich nochmal kurz ein bisschen genauer ein, auf die Arbeitspakete. Also für das Arbeitspaket 1 haben wir unsere Vierergruppe drauf angesetzt, die größte Gruppe, wo auch ich dabei bin. Und wir werden dann, wie gesagt, versuchen, handfeste Kriterien in die bestehende Material Policy einzuarbeiten, dass dann dieses Hauptziel, das stoffliche Recycling, am Ende auch wirklich möglich ist, und versuchen eben auch den HIC-Index darin zu integrieren und auch in den Online-Shop von VD, und werden dabei vor allem auch ein besonderes Augenmerk auf generelle Eco-Design-Prinzipien legen. Arbeitspaket 2 haben wir dann eine Dreiergruppe, die sich, wie gesagt, mit der Suche und Analyse von verschiedenen Partnerunternehmen, speziell von Recyclingunternehmen, auseinandersetzen und dann da eben auch noch nach Startups zum Beispiel gucken und dieses Four-Network eben konzipieren. Und dann unsere Techies sind noch der Tobi und die Easy, die dann die verschiedenen Kennzeichnungssysteme analysieren werden. Genau, und dann eben zum Schluss, wie gesagt, werden wir alle unser Wissen versuchen, elektronisch für die VD-Mitarbeiter und die weiteren Akteure in der Kette zur Verfügung zu stellen. Hier sehen wir unsere aktuelle Terminplanung. Wir haben jetzt diese Woche erstmal für Administratives genutzt, um uns zu organisieren, und werden dann nächste Woche anfangen mit den mit der Überarbeitung der Material Policy, mit dem Stakeholder-Netzwerk und mit dem normativen Rahmen, und fangen dann nach und nach mit den anderen Aspekten an und wollen dann so vor Weihnachten fertig sein. Mal gucken, ob das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Und werden dann danach anfangen mit der Berichterstattung und der Präsentationsvorbereitung, und dann Ende Januar fahren wir dann erneut nach Obereisenbach und stellen dann die Ergebnisse vor. Apropos, ich habe noch ein paar Bilder und kleine Videos mitgebracht von der Präsentation bei VD, und wir waren auch noch zusammen wandern dann in Österreich, und da haben wir auch noch ein paar Videos mitgebracht. Können Sie aufs Video klicken? Genau, also hier sieht man die Zentrale von VD. Bei wunderschönem Wetter waren wir da. Ja, zum Wandern war super. Und haben dann da eben in unseren Dreiergruppen die Angebote in einer schönen kleinen Runde vorgestellt und auch dann direkt Feedback bekommen. Natürlich nur positives Feedback. Das ist das Basecamp bei VD, so heißt der auch. Und waren auch noch
bist in der Zentrale, haben eine kleine Führung bekommen, auch im Lager und in der Produktion. Und dann sind wir ins Brandner Tal gefahren und sind dann da auf die Oberzahlin-Hütte auch bei wunderschönem Wetter hochgelaufen. Ja, warm war es, stimmt. Das war jetzt der erste Stop, die Oberzahlin-Hütte. Und dann sind wir am nächsten Tag noch weiter hochgelaufen auf die Mannheimer Hütte, auf knapp 2,6 war es, glaube ich, ne? 2600 Meter. Es war ziemlich steinig und sehr kalt und mit Schnee, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Genau, es war auf der Mannheimer Hütte. Und dann sind wir noch am selben Tag auf die Cesar Plana hochgelaufen, die sieht man jetzt da, dieser Gipfel. Und dann waren wir da knapp auf 3000, oder? Ich glaube 2900 irgendwas. Sie hatten alle VD-Material? Natürlich. VD war auch mit dabei. Und dann ging es am dritten Tag wieder runter. Ungewöhnlicher, auch abzusteigen. Nur fürs Foto. Okay. Ja. Wir sind alle wieder heil unten angekommen. Genau. Es waren alle wieder lebend zurück. Ja. Mit allen Gliedmaßen noch dran. Dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank. Wenn das jetzt klappt, müsste gleich das Bild von Obereisenbach hier erscheinen. In Obereisenbach gibt es keinen Handyempfang, aber Sie haben Internet. Also wir hören Sie. Hallo. Hallo, ja. Genau. Herzlich willkommen hier in dem Raum in der Schader-Stiftung. Sie haben jetzt die Gelegenheit, aus Ihrer Sicht das Ganze zu kommentieren. Ja, danke. So, der Name ist Clemens Voller, ich bin Kunststoffingenieur bei VD und ich betreue das Rasenprojekt über die ganzen materialen Fragen, dass die Studenten hätten können. Nochmal danke für den Vortrag, das war sehr gut und klar dargestellt. So, zuerst, vielleicht kann ich ein bisschen über die Ziele von diesen Projekten auch kommentieren. Die waren ganz, ganz gut auch vorgestellt von den Studenten, aber vielleicht noch ein oder zwei Punkte. Das geht um unsere Green Shape. Wie erklärt unser Green Shape? Das ist unser eigenes Nachhaltigkeit-Label und geht wirklich von den ganzen Lebenszyklus von Produkten, von Anfang mit Design bis theoretisch Lebensende. Und das war noch nicht zugestimmt. Und das war das Ziel für die nächste Update von unseren Green Shape Kriterien, auch die End of Life von unseren Produkten zu bewerten. Und deswegen wollten wir auch darüber arbeiten. Genau. Können Sie mir sehen? Hören. Und jetzt auch ein bisschen sehen. Ein bisschen sehen. Ich kann euch gut sehen. Genau. So, ja, und für Green Shape, wir wollten die Lebensende von unseren Produkten bewerten. Aber End of Life bietet für uns auch. Der Fokus würde mehr End of Use, weil wir schon einige Projekte hätten für die Produktlebensdauer von unseren Produkten zu verbreiten. Zum Beispiel, wir hatten ein Projekt zusammen mit eBay, um die Produkte Secondhand wieder zu verkaufen oder auch mit Zusammenarbeit mit Verwertung für unsere Produkte ausgeben und dass immer die Lebensdauer von unseren Produkten weiterzumachen.
Ein zweiter Punkt ist wirklich, die stoffliche Recycling für unsere Produkte zu verbessern. Und das ist wirklich ein Kern. Wir sehen uns als Ersteller von langlebigen und haltbaren Produkten. Und das ist für uns wirklich wichtig. Wir haben auch definiert für die Studenten, dass Kompostierbarkeit oder biologische Abbaubarkeit ist ein Nicht-Ziel. Wir sind keine Option für diese End-of-Life-Optionen für unsere Produkte. Wir wollen wirklich, dass die Kunden können immer unsere Produkte länger nutzen. Aber wir sind auch realistisch. Die Produkte werden auf jeden Fall zu meinem Punkt nicht mehr nutzbar sein. Und wir hatten derzeit keine gute Lösung. Was sollen wir machen? Stoffliches Recycling sieht wie eine gute Lösung aus, aber das sollen wir noch verarbeiten und dafür ist dieses Projekt passt ganz gut. Vielleicht noch ein paar Problematiken von uns. Wir haben auch die Problematik, dass wir am meisten in Asien unsere Produkte produzieren, wenn die Produkte sind auch am meisten in Europa genutzt. So, das ist auch eine Problematik, dass die Studenten mitrechnen sollen. Und dass wir eine Produktepalette, die echt breit ist, das geht von einem einfachen Polyester-T-Shirt, die vielleicht sieht relativ einfach aus zu recyceln momentan, aber wir machen auch zwei Lagen Skitourjacken, die mit vielen verschiedenen Materialien hergestellt sind, mit Laminat, Metallteile, und das wäre dann vielleicht ein langfristiges Ziel auch für uns, die solche Produkte stofflich recycelt machen. Vielleicht ein Punkt darüber, die Angebote von den Studenten. Zuerst die Waren, wir finden, dass der Zusammensetzung von einem Rasenprojekt wirklich toll ist, weil es ermöglicht, wirklich schwierige Themen für einen langen Zeitraum zu arbeiten. Für solche Themen, das war für uns auch vielleicht wichtig, dass die Studenten auch die Philosophie von VD kennen, auch die Industrie ein bisschen mehr erfahren, und das ist auch ein schwieriges Thema. So, man braucht wirklich Zeit, diese Themen zu bearbeiten. Und das können sie machen mit diesem Rasenprojekt. So, das ist zuerst eine sehr gute Sache. Das hatte ich nicht in meinem Studium. So, ich finde, das ist schon eine tolle Gelegenheit für die Studenten. Zweitens, die Vorträge von den Studenten waren wirklich professionell vorgelegt. Wir waren zufrieden mit der Arbeit von den Studenten. Speziell die Folien und die Berichte waren sehr visuell attraktiv, das hat uns wirklich gefallen. Das ist in der Industrie nicht immer so, in unserem eigenen Projekt, das geht mehr von dem Inhalt, und das war inhaltlich unschön, das ist immer besser. Wir fanden auch, dass die Zielsetzung sehr ambitioniert war, und das ist für uns, das passt ganz gut mit unserer Philosophie. Wir haben auch immer ich würde sagen, auch ein Kampf mit unserer eigenen Industrie. Okay, wir versuchen immer schwierige Zielsetzungen zu machen, Standard, und dann versuchen, dass die Industrie kommt, und das ist immer ein Kampf. So, das geht für uns total in die gute Richtung. Und vielleicht noch ein Punkt. Ich habe persönlich gefunden, dass die Studenten auch die Erfahrung, dass VD selber gemacht hat, die Studenten das gut benutzt. Natürlich, wir sind eine
eine alte, ja, relativ alte Firma. Wir haben schon viel gemacht und versucht in diesem Thema. Das haben wir auch mit den Studenten geteilt. Was hat für uns funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und sie hatten teilweise das gut benutzt, vielleicht zu versuchen, in eine richtige Richtung zu gehen. Und jetzt für uns, wir sehen, dass dieses Projekt könnten wir umsetzen, wie gesagt, für unsere GreenShape 3.0 Variante. Die soll für die Saison Sommer 22 eingesetzt sein. So, das heißt, in die Laden im Sommer 22. So, wir fangen mit Entwicklung von dieser Saison schon Frühjahr 2020. So, das kommt relativ bald. Wie gesagt, die Studenten werden dann die finale Vortrag im Januar machen. Das passt. Es klappt ganz gut von Zeitpunkt. Diese Ergebnisse können wir auch in ein gesamtes GreenShape-Konzept zusammenfassen. Momentan ist unser GreenShape noch mit vielen Baukasten. Es gibt eine Material Policy, es gibt viele verschiedene Sachen. Und vielleicht, was uns fehlt noch mit dieser End of Life und ein weiterer Arbeit von Material Policy, können wir versuchen, es wie eine gesamte Konzept oder Standard zusammenzufassen. Und eventuell, wenn es wirklich interessant ist, könnten wir auch diese Projekt als Basis für eine Branchenlösung nutzen. Zum Beispiel mit anderen Akteuren von der Outdoor-Sportbranche, mit dem Outdoor-Sportartikelverband der IOG. Das könnte auch theoretisch eine Möglichkeit sein. Genau. So, das hat uns soweit passt ganz gut und das Projekt sieht echt sehr interessant aus. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, es wurde deutlich, dass auch die Erwartungen von VD relativ hoch angesetzt waren und sind. Und deswegen sind sie eigentlich bei Rasum genau richtig. Und wir hoffen, dass wir jedenfalls ein Stück weit die Erwartungen auch erfüllen. Man muss natürlich bedenken, so lang ist die Zeit nicht und das Team auch nicht so groß, aber wir werden uns bemühen, in die Richtung voranzuschreiten. Jetzt vielleicht hier in die Runde, gibt es Fragen an die Studierendengruppe oder an VD zu dem, was hier vorgestellt wurde? Ja, warum? Ich habe eine Frage an den Kollegen vom VD, und zwar, wie Sie hausintern sozusagen das Eindringen einer Studierendengruppe kommuniziert haben. Ist das allseits auf offene Ohren und auf offene Herzen gestoßen oder mussten Sie da Überzeugungsarbeit leisten? Oder tun Sie das vielleicht schon länger? Also haben Sie schon solche Gruppen bei sich gehabt? Haben Sie die Frage verstanden? Wenn ich richtig verstanden habe, Sie fragen, wie haben wir diese Projekte gefunden, wenn Studenten auch in diesem Thema gearbeitet haben. Ja. Ja. Wir haben natürlich auch ein bisschen Gedanken selber gemacht haben vorher. Ich arbeite auch persönlich in Innovations. Und das ist auf jeden Fall ein relevantes Thema für VD. So, natürlich sind wir immer dran. Was für VD auch wichtig ist, als Konzept oder wichtig für das Unternehmen, ist die Transparenz. So, wir hatten wirklich kein Problem, auch mitzuteilen unsere eigene Erfahrung, was wir für wichtig halten und die Probleme, die wir auch haben. Ich denke, wir haben auch ein bisschen Input gebeten zu den Studenten. Zum Beispiel, wir haben auch ganz klar am Anfang definiert, dass wir nichts zu tun mit Biobaubarkeit wollen für Lebensende von unseren Produkten. Das ist auch Sachen, die kommen von unserer langfristigen Vision. Aber klar, sie haben auch eine andere
andere Sicht, vielleicht ein bisschen mehr jünger. Und das ist für unsere Unternehmen auch immer interessant, weil ich würde es so persönlich sehen, wenn wir haben eine andere Sicht als unsere eigene, was andere, zum Beispiel Studenten, denken über dieses Problem, und dann können wir sehen, wohin es geht. Habe ich korrekt geantwortet? Ja. Genau. Oder? Ja. Okay. Und man kann vielleicht noch ergänzen, das war nicht das erste Projekt, was VD mit Rasum gemacht hat, sondern der allererste Rasum-Jahrgang hat auch mit VD gearbeitet. Da waren Sie, glaube ich, noch nicht mit dabei, aber Hilke Patzwall. Und sie hat jedenfalls keine so schlechten Erfahrungen gemacht, dass sie nicht ein zweites Projekt befürwortet hätte. Ja. Ich denke, das war mit unserer Logistik. Ja, das genau. Ja. Ja. Das heißt, anders gesagt, es gab schon gute Erfahrungen. Ja. Und eine Vertrauensbasis auch, dass sowas funktionieren kann. Aber vielleicht noch zu ergänzen, VD macht sehr viele Projekte, Doktorarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten. Sie sind da permanent sozusagen angefragt, und ich glaube, Sie müssen schon auswählen, was Sie überhaupt mit aufnehmen können. Wir haben noch eine zweite Frage. Ja. Also, die zielt auch darauf ab, was jetzt auch gerade schon ein bisschen in der Antwort angeklungen ist, bezüglich der biologischen Abbaubarkeit. Das wird ja von VD ausgeschlossen, und ich wollte nochmal nachfragen, warum das ausgeschlossen wird. Ah, ja. Warum soll es nicht biologisch abbaubar sein? So, das war auch eine lange Diskussion intern. Und wir sehen, dass für die Produkte, die wir selber erstellen, wir erstellen Produkte, die theoretisch gedacht, die sehr langlebig sein sollten. Das ist auch etwas, das wir in unserer GreenShape Label einrichten. Die Produkte müssen langlebig sein und auch reparierbar, wiederverwendbar. Und dafür nutzen wir hochwertige Materialien, die auch viel Energie zu produzieren brauchen. Und wir sehen, dass in den ganzen Kreislauf, das wir bauen wollen, unsere Produkte müssen nie der Umwelt enden. Wir wollen nicht eine Lösung für Littering machen und wirklich immer die Produkte wiederverwenden. Und am wirklich letzte Kunde, wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, die Möglichkeit anbieten, der zu recyceln. Aber der Punkt, das ist ein dann für die Vision, die wir haben. Zweitens, wir sind für unsere Produkte kein vernünftiges Ende des Lebens, wo der Produkt wirklich in der Umwelt gelassen wird. Der Preis von den Produkten und die Energie, die wir brauchen, wir wollen das wieder verwenden. Vielleicht die Energie oder der stofflich verwenden, aber die bieten keinen Vorteil in einem Kompost zum Beispiel. Die haben keine spezifischen Stoff, der Humus besser machen werden. So, wir sind diese Option vielleicht nicht ideal. Und das passt auch mit die aktuellen Produktziele von der Europäischen Kommission, stoffliche Recycling zu verbessern und nicht biologische Abbaubarkeit. Aber wir arbeiten auch dieses Thema mit Mikroplastik zum Beispiel, so das ist ein relevantes Thema, aber als Ende des Lebens von Produkten nicht von unserer Sicht die beste Option für unsere Produkte. Ja, so. Ja, war vielleicht ein bisschen verwirrend, aber ich hoffe, dass Sie verstanden haben. Ich habe noch eine Frage. Sie sprechen von langlebigen Produkten. Sollen möglichst lange eingesetzt werden. Wie gehen Sie denn dann mit Moden um? Weil Sie sind ja eigentlich ein Textilunternehmen, was auch Moden unterliegt. Also das ist ja ein bisschen ein Widerspruch. Wirklich am Grenze. Sie haben recht, ja, wir arbeiten auch mit Pro Saison, so wir machen
eine Sommersaison und eine Wintersaison. Aber für uns, der Unterschied mit die Mode ist, wir arbeiten vielleicht mehr für Sportgruppen, so zum Beispiel im Sommer wirklich mehr für Wandern, Klettern, als im Winter mehr für Skitouren und andere Schneesport. So klar, wir haben immer die Problematik, die nachhaltigste Bekleidung überhaupt ist nicht eine neue Bekleidung zu kaufen. wir versuchen auch eine Alternative zu finden, dass die Produkte zu erstellen, nachhaltig wie möglich, aber klar nicht, wir sind kein Fast Fashion Brand. Und da sind wir wischen nicht dafür. Und zum Beispiel, wir bieten, wir haben einen Reparaturservice. Das heißt, wenn das ein Produkt von VD auch noch unter Gewährleistung ist, können wir auch für frei reparieren. Wenn das Produkt zu uns geschickt ist, nach die Gewährleistung können wir auch reparieren. Wir haben auch verschiedene Systeme, die Produkte weiter zu verkaufen. Wir haben auch gelauncht ein System, das heißt iRented, um die spezielle Produkte wie Zelte oder große Rucksack zu ausleihen. So ein Renting System, das wir mit unserem Franchise Store angefangen vor 2 Jahren haben. So, das ist eine lange Weg, um wirklich weniger zu konsumieren, aber wir versuchen auch, mit was wir machen können, dazu etwas zu schaffen. Ja, vielen Dank. Noch eine Frage von Uwe Fritscher. Nur ganz kurz, wie es ja angesprochen worden, die Datengrundlage für die Bewertung im Textilbereich ist ja nicht ganz trivial. Ja. Insbesondere Herstellung in Südostasien gibt es sehr unterschiedliche Daten. Ja. Ist das die Idee Gruppe mit dem Thema? Das ist ja nicht, wie gesagt, in der kurzen Zeit, ich kann mir das ehrlich gesagt im Moment gar nicht vorstellen, wie wir das mit engen Hinterbandbreiten machen. Ja, ist das eine Frage an VD oder an die Studierenden? Beide. Ich meine, wir müssen ja mit umgehen. Ja. Gib es mal an die Studierenden weiter, das müssten vermutlich die Lupas beantworten. Nee, die Lupas. Da ist der Hick-Index. Ja. Da hoffen wir natürlich auch möglichst viele Informationen von VD zu bekommen. Die arbeiten schon sehr eng mit ihren Produzenten zusammen, haben also auch ihre zukünftigen Erfahrungen gemacht und auch gewisse Kriterien. Genau was wir sagen, weil wir darum sind, was jetzt angefangen hat. Aber natürlich ist es für uns natürlich wahrscheinlich schwierig, von hier aus irgendeinen Produzenten in Asien zu bewerten. Aber dementsprechend müssen wir auf die Kenntnisse von VD, die schon einen Bestand haben, an Produzenten zurückgreifen und mit denen austauschen. Sind die überhaupt gut genug für irgendwelche Treffen oder müssen wir uns umschauen? Da müssen wir halt die Suche dann Hand in Hand mit VD geführt. Also wir können ja nicht die Mittel um einfach nochmal zu finden. Okay, Herr Appolner, die Antwort war, es ist schwierig, die Daten aus Asien zu bekommen, aber VD hat Kontakte zu den Lieferanten und das würden wir natürlich nutzen. Möchten Sie noch etwas zu ergänzen zu der Frage, auf welcher Datenbasis kann man die Umweltwirkung der Materialien und der Herstellungsprozesse beurteilen? Ja, so wir in unserem Green Chef Label, wir basieren auch solche Daten auf externe Auditors, so wie Standard. Es gibt in die Textilkette schon sehr bekanntes wie Bluesign zum Beispiel. Und dafür, sie werden dann unsere zum Beispiel Weber auditieren. Wir geben unsere Anforderungen zum Auditor und der Auditor wird das prüfen. Klar, das ist überall in Asien nicht immer so einfach, Lieferanten zu finden, die auch
so klar kommunizieren wollen, aber das ist auch ein bisschen die Problematik, dass wir haben dann mit unseren GreenShell-Produkten. Wir können nicht GreenShell-Produkte überall erstellen, weil die Lieferanten können nicht die Anforderungen erfüllen. So, das ist dann für uns, wir bekommen die Daten nur von spezifischen Lieferanten, die darüber viel arbeiten. Und vielleicht noch ein Punkt, das ist für die Outdoor-Branche schon ein bisschen einfacher, solche Daten zu finden, weil wir teilen auch viel die gesamte Lieferkette. Wir haben auch Lieferanten von uns, die arbeiten noch vielleicht für Patagonia oder für North Face. Und das heißt, das ist dann für dem sehr wichtig, dass sie die ganze, weil wir haben auch die gleichen Anforderungen, wenn VD auch eine schadstofffreie Skijacke machen will, das ist auch dann gut für die Konkurrenten von uns. So, die Lieferkette, die wir haben, das ist auf jeden Fall gut beleuchtet für den. Das ist ein wichtiges Arbeitspaket für den. Und wir drücken immer mehr zu wissen, wir versuchen immer mit dem zusammenzuarbeiten. Das ist auch eine große Baustein, aber es läuft teilweise gut. Ja. Vielen Dank. Eine letzte Frage haben wir noch. Dann, ja. Ganz kurz, ich mit der Gedanken kam mir gerade. Eine Frage an VD: Ist es ein großer zeitlicher Unterschied in der Entwicklung, wenn man jetzt mit einem asiatischen Produzenten zusammenarbeitet oder näherbei oder mit einem deutschen direkt vor Ort in der Kommunikation? Gibt es da zeitliche Unterschiede? Entschuldigung, ich habe nicht ganz gut verstanden. Ich wiederhole es nochmal. Die Frage war, Faktor Zeit ist ja auch wichtig bei der Entwicklung, auch bei den Kollektionen. Ist es da nicht sozusagen nachteilhaft, wenn man das in Asien produzieren lässt? Ging es nicht schneller hier, sozusagen irgendwo in Europa? Ich kann euch sagen, für mich als jemand, der arbeitet in der Entwicklung, das ist deutlich einfacher in Europa zu arbeiten. Der Grund, warum, also wir machen einen Teil von unserer Produktion auch in Deutschland, wir machen die Fahrradtaschen in Deutschland, ein bisschen von Schuhen und von unserer Radbekleidung sind auch in Europa produziert, aber der Großteil ist noch in Asien. Und ich weiß, das ist eine Frage, die zum Beispiel unsere Chefin, die Antje von Dewitz, immer entwortet. Müsst, warum macht VD nicht alles in Deutschland? Und klar, ein Punkt ist von Preispunkt ist noch eine große Grund. Aber was kommt direkt danach, ist wirklich die richtige Lieferant und Partner zu finden. Es gibt noch sehr wenige Ersteller, die zum Beispiel funktionelle Textilien erstellen können in Europa. So für die Zweilage, Dreilage Jacke mit Laminat, das ist fast unmachbar, es in Europa zu produzieren, weil eigentlich die Expertise nicht mehr da ist. Und für die Textilprodukte, alles für so weiche Stoffe, ich weiß nicht, ob das ist etwas, das wir immer kommunizieren. Also das Problem ist auch, solche Produkte müssen mit viel Arbeit, Handschritt gearbeitet. Und wir haben auch Probleme bei uns in unserer Produktion, Anlage auch Mitarbeiter zu finden, weil das ist Arbeit, der sehr viel Handwerk braucht und der vielleicht der sehr, sehr hohen Aufwand für Europa. Für den Preispunkt auch, dass wir erreichen wollen. So, wir fehlen ein bisschen die Produktionskapazität in Europa, alles zurückzubringen. Ja, vielen Dank.
Auch für diese Antwort. Vielen Dank auch nochmal an die Studierenden, die das hier präsentiert haben. Und damit haben wir uns eine Pause verdient von etwa einer Viertelstunde. Und dann machen wir weiter mit dem HIC-Index, mit einem anderen Hersteller, einem Rucksackhersteller, der nämlich genau diese Frage, was wissen wir über die Materialien und über die Bedingungen, mal hat untersuchen lassen in einer Masterarbeit und die Problemlage schildert Herr Konrads von FrontOff in einem kleinen Film, den wir gleich sehen werden, und die Masterarbeit werde ich dann präsentieren, weil die Hanna Müßner im Urlaub ist und mich gebeten hat, dies zu tun. Also trotzdem haben wir jetzt eine kurze Pause.